Grüß euch. Ich bin der Lorenz. Und ich bin der Norbert. Und das ist die Sheila. In dem Video geht es über die Getreideernte und wie man das Getreide dann lagert. Mitte Juli, tritikale Ernte. Wir sind wie jedes Jahr etwas später dran mit der Getreideernte, weil für uns ist wichtig, dass wir das Getreide recht trocken ernten, weil wir es in die Silos einlagern. Die Stoppeln machen wir heuer wieder kürzer, weil wir voriges Jahr gesehen haben, dass bei langen Stoppeln die Winterbegrünung dann nicht so gut wächst. Nach Wintertritikale und nach Wintergerste wird eine Begrünung erbaut. Kornfeuchte war um die 12%. Vom Ertrag sind wir beim Tritikale bei 7700 Kilogramm gelegen, was für unsere Gegend recht gut ist. Mit einem Proteingehalt von 11 bis 11,5%.
Jede Fuhr, die wir einlagern, wird auf der Brückenwaage verwogen. Und jede Fuhr wird natürlich auch Feuchtigkeit messen. Am Tag der Ernte war es relativ kühl, es war nicht heiß. Und auf dem Feuchtigkeitsmessgerät sehen wir, dass Getreide 26,1 Grad Celsius hat. In jedem Silo haben wir 5 Messpunkte drin, wo wir die Temperatur messen können. In dieser Einstellung sieht man ganz leicht hinten an der Wand schwarzes Kabel überhängen. Auf diesem schwarzen Kabel sind auf verschiedenen Höhen die 5 Sensoren angebracht, die Temperatur messen. Und da sehen wir, 5 Tage nach der Ernte, ohne Belüftung, wie die Temperatur im Silo drin ist. Ganz unten 37 Grad und ganz oben 28 Grad. Die 28 Grad sind nicht das Getreide, weil der Silo noch ganz voll ist. Also ist der oberste Sensor nicht mehr im Getreide drin. Und wir erinnern uns, das Getreide hat zur Ernte 26,1 Grad gehabt. Mit diesem Gebläse dann mal belüften. Und belüften heißt, wir drucken unten ins Silo Luft rein. Und diese Luft geht durch den ganzen Getreidestock, durch den ganzen Silo geht diese Luft durch. Und diese Luft tritt oben und der Dach wieder aus dem Silo aus. Wir belüften nicht zu jeder Zeit, weil wir die Luft nicht kühlen können, sondern wir belüften nur, wenn es kühl ist. Und da schauen wir auch auf die relative Luftfeuchtigkeit. Wir schauen, dass es nicht mehr als 80% relative Luftfeuchtigkeit hat. Und 10 Tage nach der Ernte, wo wir einige Male stundenweise belüften haben können, sehen wir, dass wir die Temperatur im Silo schon um ca. 10 Grad wieder senken haben können. Diese Tabelle hat mir der Walter von der Firma Noero zur Verfügung gestellt. Diese Tabelle zeigt einmal auf der linken Seite die Temperatur des Getreides. Und wir belüften nur, wenn die Außenluft kälter als das Getreide ist. Und die Werte, die in der Tabelle angegeben sind, sind die Höchstwerte der relativen Feuchte der Frischluft. Und da sehen wir zum Beispiel, wenn das Getreide 4 Grad plus hat und die Außenluft 4 Grad kälter ist als Getreide, also wenn die Außenluft 0 Grad hat, dann könnte man mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 100% belüften. Das machen wir natürlich nicht, sondern wenn wir auch im Winter belüften, schauen wir immer, dass die Luftfeuchtigkeit so niedrig als möglich ist. Aber auf das werden wir in einem von unseren nächsten Videos eingehen. Ich will nur Dankeschön sagen fürs Interesse und pfiat euch.